Und willkommen zurück in einem neuen Part von The Evil Within. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich jetzt hier bin. Ich habe mich durch das Monster durchgekämpft und wollte euch das nicht weiter antun. Und habe es probiert, bis ich es endlich geschafft hatte. Und drum sind wir jetzt eine Ecke weiter. Wollen wir mal schauen, was uns jetzt erwarten wird. Ist da hinten etwas oder sah das nur so aus? Ich gehe da mal kurz eben gucken. Ist nichts, hier ist auch nichts. Schwimmen. Nee, da ist auch nichts. Hätte ja mal sein können, dass da noch irgendwo was ist. Was ist das da? Nix, gar nix. Okay. Okidoki. Auf jeden Fall haben wir einen Save Point. Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? Fragen über Fragen. Okay, da muss ich wohl jetzt hin. So wie es scheint. Können ja eine Runde Karussell fahren. Aber ich denke mal, das lassen wir lieber. Was ist da? Eine Leiche? Können wir da rein? Tatsächlich, wir können ins Wasser. Okay. Der tut uns nichts. Interessant. Nein, soll's keinen schlagen, da ist doch keiner. Ziemlich ruhig hier, sehr verdächtig. Ja. Ich hätte es nicht sagen sollen. Halt doch die Klappe das nächste Mal. Oh, da geht's aber ganz schön weit runter. Müssen wir da rein? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal kurz da runter. Wenn es denn möglich ist. Und schauen uns hier mal... Wow. Also das ist schon sehr krass gemacht. Guck mal, da können wir ins Abwasserrohr rein. Oh, da gibt's Kaffee. Also ist schon krass, also... Entweder gehen wir runter oder alles andere geht rauf. Ich bin mir da jetzt nicht gerade sicher. Auf jeden Fall möchte ich da nicht runterfallen. Weg ist er. Sind wir hier sicher? Ich mach mal Licht an. Wir haben ja nur eine Tür, also nehmen wir die. Und wieder nur eine Tür. Was haben wir da? Hab ich voll. Brauche ich nicht. Ich hatte letztens genug eingesammelt, also... Und noch nichts verbraucht. Streichhölzer, alles haben wir voll. Gut. Was haben wir hier in der Ecke? Ein Raum. Ah, da wo wir gerade durchgucken konnten. Suppe. Es ist noch Suppe da. Ja, das eine Monster hat uns ja 20.000 Suppe gebracht. Aber die konnten wir noch nicht investieren. Ein Stück von einer Karte. Eine Kiste. Oder ein Koffer, besser gesagt. Oh, eine Knarre. Natürlich nehmen wir die. Eine Magnum. Yeah. Zielen, schießen, nachladen. Also wie immer. Zielen, schießen, nachladen. Wo ist sie denn? Da ist die nächste Revolver. Da ist die Magnum. Cool. 6 Schuss. Die machen wir mal auf. 3. Ich halte von diesen Waffen mehr. Nicht schlecht. Hat sich ja schon mal gelohnt, hier hinzugehen. Also nehmen wir erstmal die Knarre. Da haben wir mehr Kugeln für. Gut, dass wir noch in diesen Raum reingegangen sind. Sonst wäre die Knarre schon wieder hinfort gewesen. Ich habe bestimmt einige Waffen übersehen. Ich wollte gerade noch sagen, verdächtig ruhig. Aber das habe ich ja vorhin auch gesagt, das ist auch alles zusammengebrochen. Aber hier auch keinen. Keine Monster, nichts höre ich. Das war knapp. Nein, 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 das wollen wir jetzt nicht machen. Ich dachte schon gerade, da steht einer. Hallo, Ladies. So was nehme ich doch gerne mit. Was haben wir denn da? Kisten. Die Suppe nehme ich dankend an. Ist da auch noch was drin? Nein. Jetzt habe ich aber was gehört. Jetzt habe ich auf jeden Fall etwas gehört. Licht aus. Jetzt habe ich auf jeden Fall was gehört. Zwar nicht gesehen, aber gehört. Das ist meine Suppe. Da ist er. Da versteckt er sich. Den könnte ich ja eigentlich durchs Gitter. Wo ist das Gitter? Da ist das Gitter. Nein, geht nicht. So kann ich ja nicht durchs Gitter schießen. Was ist das denn für ein Blödsinn? Okay, dann machen wir die harte Tour. Was hat der denn auf dem Rücken? Alter! Was ist das denn für einer? Nein. Ich glaube, da werde ich wohl mal auf meine Pumpgun zurückgreifen, ne? Und jetzt? Okay. Das war ja vielleicht einer. Jetzt kann ich auch... Das war nur Streichhölzer. Mist. Ich höre noch mehr von den Viechern rumlaufen. Also diesmal auf den Kopf schießen bringt also nichts. Sie sind da geschützt. Was ist mit dir? Also das geht. Durch das geht, da kann ich durchschießen. Das ist schon mal gut zu wissen. Durch die Eisenstäbe gerade konnte ich nicht durchschießen. Oder habe ich da die Maske getroffen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist natürlich auch möglich. Kann ich die Suppe mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Oh, ich will da nicht rüber. Ach, da steht... Konnte nicht widerstehen, der stand so günstig. Guck mal, da steht auch noch einer. Laden wir eben kurz nach. Steht da hinten auch noch einer? Ah, Mist, da steht, ist genau der Balken im Weg. Hallo. Sag gute Nacht, mein Freund. Ich höre aber noch welche. Dann gehen wir mal rüber. Jetzt haben wir ja ein paar... Ausgeschaltet. Keine Suppe? Okay, dann gehen wir erstmal da durch. Ich komme da nicht durch. Da war Suppe, glaube ich. Hm, das ist blöd. Okay, der hat auch Suppe da gelassen. Ach, guck mal, da ist noch einer von unseren Freunden. Langsam geht mir meine Scharfschützenmunition aus. Vielleicht finden wir ja auch hier in den Kisten neue. Zumindest haben wir schon mal ein bisschen Suppe. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Wen hast du denn da angeknabbert? Kleines bisschen Bauarbeiter. Hä? Ne, ich dachte schon. Okay, aber hier oben lag was. Ein bisschen Munition. Ich gerade, wie ich da hinkomme. Aber die Tür ist vielleicht nur so abgeschlossen. Hier könnte ich jetzt natürlich runterspringen, was natürlich eigentlich blöd ist. Ich kann auch darüber gehen. Ist eigentlich alles das Gleiche, ne? Dann kann ich auch hier runtergehen. So rein theoretisch. Oh. Nimm mich. Danke.